So, Leute, wir sehen uns hier wieder und machen jetzt endlich meine Dreier-Challenge. Endlich mal, besiege alle Karl Krabs. Oh, fuck. So, wir müssen auf dich springen. So, weiter. Okay, das wird sehr schwer. Aber ich wollte doch, warum... Was? Das ist nicht euer Ernst. Meine Batterien sind alle... Ah. Bis gleich. So, Leute. Wir müssen auf alle Call Crabs springen. Ja, meine Batterie war gerade alle. Und jetzt kann ich es noch nicht mal rausschneiden, weil ich es gesagt habe. Verdammt. Oh Mann, bin ich schlecht. Ich muss unbedingt Gold hier erreichen. Ihr wisst, ich mache alles für Gold hier. Oh mein. Ja, okay, schade. Gut. Wir versuchen, einen perfekten Run zu machen. Ich habe übrigens jetzt ganz neue Batterien, also die müssten halten. So. Perfekt bisher. Na, das war nicht gut. Egal. So. Nein. Was? Ich sterbe auf einem Schieb-Schieb? Also, ihr werdet schon sehen. Ich habe lange nicht. Ich habe mindestens 3 Wochen, 4 Wochen nicht gezockt. Wundert euch nicht, dass ich so schlecht bin. Obwohl, so schlecht... Ja, ich bin schlecht. Mann, wieso? Ah, man sollte eigentlich auch noch auf die Blätter laufen, Mario. Das war eigentlich mein Plan. 67 Sekunden brauchen wir. Theoretisch. So. Na, sieht gut aus. Ja. Wow. Nein. Okay, wir haben verkackt. Wir haben die ein Drittel der Challenge scheinbar schon mal geschafft. Sehr gut. So, aber außerdem ist es... Eine 3-Sterne-Challenge. Ich kann nicht kaum reden. Okay, wir können gleich wieder aufhören. Hallo, ich bin Mario. Ah, fuck. Egal. Wir versuchen das einfach... Weil da... Genau so, versuchen wir es. So. Und wie gesagt, ich habe diese Challenge noch nie vorher angezockt. Außer als meine Batterien alle waren. Ach so, ich habe den einen vergessen. Ich dachte gerade, hä, Zeit ab? Geht ja gar nicht. 85 Sekunden. Okay, da oben stehen sogar 85 Sekunden. Das war gemein. Na, ich möchte eine neue. Ja, das wird wieder Jahre dauern, bis ich das fertig habe. Und ich weiß wieder nicht, wie welche Zeit ich habe, weil ich zwischendurch Batterien wechseln musste. Ich musste... Wenn ich einmal jetzt im nächsten Versuch nicht treffe, dann werde ich, verspreche ich... Ja, tja, was verspreche ich eigentlich? Wenn ich jetzt eine Krabbe nicht treffe, werde ich einfach durchlaufen, ohne eine andere Krabbe zu treffen. Auf jeden Fall sollten wir es... Okay, einfach durchlaufen. Ach, wir kriegen... Ah! Nee, nicht, weil wir die Krabbe getroffen haben, sondern weil wir die andere Krabbe nicht getroffen haben. So, wir müssen alle Krabben treffen. Mein Gott. Ich dachte erst am Ende so, oh nein, du hast nicht alle Krabben, hier kommst du nicht rein. Aber das ist halt nicht so schade. Aua. Wie soll ich den kriegen? So, die Sternmütze hat mich total aufgeregt. Was war das? Oh mein Gott. 35, 36. Keine Krabbe mehr. Wow, das war Pro. Okay, das war schlecht. Egal, einfach weiterlaufen, einfach weiterlaufen. Ah, wir wissen ja, wie es weitergeht. Keinerlei Krabben mehr. So, und jetzt haben wir sogar nur Bronze. Gut, einfach nicht ins Wasser fallen, Mario, dann geht alles gut. Das war jetzt gar nicht mal so schwer. Bronze zu schaffen. Aber Gold müssen wir holen. Ja, ich weiß. Kann man das nicht irgendwie überspringen? Und warum hat Mario so komisch... Trotzdem so ein bisschen pixelig.
Na egal. Tja. Ah, neue, ein oder mehrere. Wir wollen aber Gold. 67 Sekunden brauchen wir. 6 Sekunden weniger als wir jetzt hatten. Oder ein bisschen mehr sogar. So. So. Wir machen jetzt das so weiter, bis es fertig wird. Und ja, ich glaube, ich schaffe das schon irgendwie. Denn Mario ist halt ein Klempner, ein fetter Klempner. Deswegen sollte er schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht werden. Und deswegen eigentlich nicht schnell schaffen. Na, okay, das war schon mal hammermäßig gut. So. Da soll ich, glaube ich, nur rüberlaufen. Ich glaube, ich soll nur über das Wasser laufen oder einen Minisprung machen oder einfach einen Drehsprung. Also einfach nur drehen. Ah, nee, drehen wird das, glaube ich, auch nicht bringen. Wow. Oh. Ah, nicht springen. Beschert mir das. Hallo, ich wollte nochmal. Halt mal. Ich sollte mal zurückspulen auf meinem Aufnahmegerät. Nein. Weil da könnte ich sehen, ob ich einfach wirklich nur laufen muss und dann einfach nur treffen muss. Ihr wisst, was ich meine. So. So. Nein, so geht das nicht. Ich muss einen kleinen Sprung machen. Ich wollte wissen, ob ich einfach nur laufen kann und wenn ich darauf klomme, denn ist ja auch gut, dann muss ich keinen Drehsprung ausführen, dachte ich. So, die Challenges sind schon geil. Wow, das war knapp. So. Nein! Ah, fuck. Wir schaffen schon. Wir werden es ohne Fehler schaffen. Ohne Worte. Aber relativ gut bin ich drauf. Das heißt, ich werde nicht so schnell ausrasten, denke ich mal. Schade eigentlich. Aber es geht. Warum mache ich schon wieder diesen bekifften... Okay. Ich raste nicht aus. Ich werde jetzt einfach still sein und nichts tun. Einfach nichts tun, außer mit Mario. Ich habe den Drehsprung nicht gemacht. Ich... Ein Wunder ist geschehen. So. Man muss, nachdem man auf dieser Krabbe ist, sofort wieder entweder einen Drehsprung oder was anderes ausführen. So. So, hier, bis hierhin komme ich ja meistens. Die kriege ich auch noch meistens. So. Ah, da muss ich einen langen Sprung ausführen und dann auch noch drehen. Oder ich muss auf den raufspringen und dann weiterlaufen. Mein Gott, was gibt's denn hier für Möglichkeiten? Wer hat sich eigentlich dieses dumme Zeitlimit ausgedacht? So. So. Na, egal. Wir gehen einfach weiter und gucken mal, welche Zeit wir damit erreichen. Einfach weiter rennen, einfach weiter rennen. So. Ach so, fuck. So. Mann. Guck mal, Powerblock. 63, 64. Diesmal schon mal Silber. Oder? Nein. Das war eine Sekunde besser. Ist nicht euer Ernst. Oh yeah. Mario time. Es wird doch nicht leicht. Fuck. Fuck. So. Ich hoffe auch, das City hängt sich nicht wieder auf. Wieder ist gut. Es ist eigentlich noch nie passiert. Aber das City, ich liebe dich, dass du dich noch nie bei mir aufgehangen hast. Außer ein paar Mal am Anfang. Aber jetzt ist ja eine neue Version, stabile Version drauf. Aber. What the fuck? Sonst schaffe ich den jedes Mal, aber jetzt nicht, oder was? Eigentlich können sie gar nicht erwarten, dass wir perfekt sind. Weil das ziemlich schlecht wäre. Weil dann kann ich das nicht hier. Vor allem ist es nur 3 Sterne. Was soll denn später noch kommen mit 6 oder so Sterne, glaube ich. So. Ich denke mal, es gibt nur noch leichtere Challenges als die.
Nur noch leichteres. Sagt mir, dass es nur noch leichtere gibt. Und ich glaube, nur eine Challenge kommt in diesen Part rein. Das wäre ja saumäßig schlecht von mir. Natürlich auch von euch. Ihr seid schuld. Ihr seid schuld an diesem ganzen Schmerz. Denke ich mal. Und ja. So. Ah, es war schlecht, aber okay. Danke. Warum machst du sowas? Warum wirfst du so eine dumme Kugel? Um mich zu stören, ich weiß, aber... hör auf. Hör bitte damit auf. So. So, zum Glück habe ich keinen Drehsprung gemacht, sondern in der Luft. Zum Glück weiß ich, wie man das macht. Ich mach mal das hier. So. Nein, da muss ich auch nochmal zwei gedrückt halten. Ja, ich spiele mit dem anderen Controller, mit dem normalen D-Controller. Und nicht mit dem Gamepad, weil ich das irgendwie nicht mag. Das habe ich auch schon mal. Seien wir ganz ruhig. Ich werde nichts tun, außer ruhig zu reden. Und mein Mario durch dieses Level zu überführen. Denn das ist so, was wir alle wollen. Unser Mario soll nicht verletzt werden durch irgendeine dieser Krabben. Das war super. Hätte ich nichts gedrückt, wäre alles gut gewesen. Aber nein, ich musste natürlich nochmal schütteln. Oh mein Gott. Perfekt. Wieso machst du sowas, Mario? Ich weiß es nicht. Aber es ist schön anzusehen, oder? Und deswegen versuchen wir dieses Ganze hier fließend, ohne irgendein Malörchen, zu schaffen. Okay, das darf ich auch nicht. Da muss ich anscheinend einfach weiterlaufen danach. Habe ich ja sonst auch immer gemacht. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache. So. Danke. Wenn ich groß wäre, wäre das viel leichter. Warum könnt ihr mich nicht groß machen? Weil je knapp ich die immer treffe, ne? Das ist ja unglaublich. Das war zu spät. Oder hat eigentlich was... Ah! Ich werde nicht ausrasten, Leute. Ich werde nicht ausrasten. So, das funktioniert schon. Das wird funktionieren, ich sagte. So. So. Ja! Diese Stelle haben wir bravourös geschafft. Bravourös. Ein anderes Wort ist mir nicht eingefallen. Wirklich nicht. Okay, jetzt weiß ich auch. Wie man die. Oh fuck. Wie man diese eine Stelle da macht. So. So. Okay, wir haben wenigstens 69 schon mal geschafft, also schon mal 2, irgendwas Sekunden besser. Wenn wir nicht hängen bleiben bei dem einen, geht das auch viel schneller. Und dann schaffen wir auch die 67. Hoffe ich. Nicht so wie bei... GT 5. Da habe ich auch ziemlich viel verkackt und da habt ihr, glaube ich, sogar einen Outtake schon gesehen. Ey, wie gesagt, ich habe das alles viel zu früh aufgenommen, und deswegen musste ich eine lange Pause machen. Und jetzt immer noch voraufgenommen. Und ich habe den verpasst. Und, ja. Ist halt so. Ich kann nichts dagegen tun. So. Und deswegen, ich versuche ja jeden Tag hochzuladen. Das Problem ist, dass die Beschreibungen ziemlich lange dauern, weil ich jedes einzelne im Video nochmal alle nachgucken muss, was ich gemacht habe. Was ziemlich lange da gedauert hat, muss ich sagen. Muss ich nach sozusagen 20 Minuten Part halbe Stunde noch. Und Beschreibung schreiben, die ich natürlich nicht schreibe, sondern eigentlich. Ich muss noch die ganzen Texte immer reinhauen. Und alles sowas. Das dauert immer ziemlich lange. Und deswegen dauert ein. Erstmal muss man natürlich die 20 Minuten aufnehmen. Dann muss man die 20 Minuten zusammenschneiden. Dann muss man sie rendern. Dann muss man sie hochladen.
Und dann muss man noch die Beschreibung schreiben. Was ziemlich schnell geht, oder? Ja, denkt ihr auch. Ja, vor allem 1080p rendern. Da geht das Hochladen schneller. Das liegt an meiner Leitung oder an meinem PC, aber egal. Was ist das noch? Nicht euer Ernst. Das war Pro. Guckt mal, wie der mich angeguckt hat. Spult einfach zurück. Ich habe keinen Bock, nochmal da wegzugehen davon. So. Den haben wir. Den haben wir. Wupp. So. Das funktioniert ja schon mal. Das war doof. Nein, nicht. Mann. Warum haben die eigentlich nur eine einzige Kralle? So. So. Perfekt. Nein, da sollte ich nochmal springen und nicht Dings drücken. So, schneller, 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 schneller. Mario, 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 Mario. Perfekt. Ach, fuck. Mann, Mann, Mann. Schaffen wir trotzdem. Ich sag's euch, wenn wir es 3 Stunden lang probieren, schaffen wir's. Sofort. Und ich meine das ernst. Wieso? Hä? Das wollte ich gar nicht. So. Ah, ich kann einfach gedrückt halten. Nein, da nicht. Okay. Vielleicht schaffen wir das alles noch. Okay, wir schaffen es nicht. Wir müssen da wahrscheinlich schon 45 Sekunden oder so erst benutzt haben von dem. Ja, ich habe wirklich jetzt Stunden benutzt gesagt. Oder Sekunden. Stunden? Habe ich 45 Stunden haben gesagt? Haben, ja. Ich kann nicht mehr reden, Mann. Ich rede jetzt einfach nur noch so. Oh yeah. Das geht auch an, Mann. Yeah. Verkackt. Ich kann Feuer speien. Sehr gut. Oh, ich wollte schon beenden. Weil ich dachte, ich treffe ihn. Aber ich habe ihn getroffen. Mann, das gibt's doch nicht. Ich bin ganz klar gesprungen. Aber warum? Passiert nichts. Ich weiß es nicht. Ich möchte es aber wissen. Auf jeden Fall. Au. Mein behinderter Stuhl hat mich getötet. Und so wirklich getötet. Na, Entschuldigung, es gibt keine... What? Let's Placement. Nein. Ich habe zwar gerade davon geredet. Dass ich noch alles rendern muss, aber ins Geist lade ich das hoch. Ja, bin schon längst tot. Ich habe mich schon aufgehangen, nachdem ich das hier gespielt habe. Und hochladen natürlich, weil es einfach viel zu kacke war. Ja, ja, das war so gut. Cheep, cheep, killt mich diesmal nicht. Nein, ich weiß auch nicht. Ich rede jetzt total gut und schnell und total könig. Was? Und beirre ich im Abgang. Warum auch immer. Wow. Sowas habe ich ja noch nie gemacht. Eigentlich die ganze Zeit. Oh mein Gott. Diese Stimme geht mir auf den Keks. Sie ist so. Körnig und beirrig im Abgang. Oh, das habe ich schon gesagt. Aber. Ich kann nicht mehr lange reden. Nein. So, endlich mal wieder diese Stelle geschafft. Ja, ich freue mich. Total. Oh mein Gott. Diese Stimme.
So. Oh fuck. Wir hätten es geschafft, wenn ich nicht so schlecht gewesen wäre. Habe ich es euch gesagt? Das regt mich gerade gar nicht auf. So, ich rede wieder normal, aber wie ein Nachrichtensprecher, der überhaupt keine Ahnung hat, was er hier tut. Außer 67,969 Sekunden zu schaffen. Ganz knapp vorbei, könnten sie nicht 68 Sekunden daraus machen? Nein, natürlich nicht. Ich werde weiter so reden, bis ihr sagt, hör auf damit. Und ich werde jetzt auch nicht mehr verabschieden. Ich werde einfach durchzocken und dann schneiden, wie es mir passt. Das wird nämlich besser für mich und für euch auch. Ah. Und keine Sorge, ich bin nicht tot, Elvis. Ich denke mir immer noch manchmal, warum Leute immer denken, dass man tot ist, sobald man nichts mehr hochlädt. Man hat einfach keine Zeit mehr. Das müsst ihr auch verstehen. Vor allem in Ferien sind, ne? Bei mir waren die Ferien schon längst. Wahrscheinlich bei euch auch, weil das hier auch viel später aufgeladen wird. So. Mein Gott, was passiert hier? Warum komme ich dann hier hoch? Aber es sieht besser aus als das letzte Mal. Ja! Ja, Mann! So, wir haben das geschafft. Kommt hier. Oh mein Gott, mein Daumen ist schon am Arsch. Nein, der nicht dort, wo ihr denkt, an welchem Arsch, sondern ich meine, der hat schon Abdruck von dem nach rechts drücken. Die ganze Zeit nur. So, wir haben 66,77 Sekunden und damit Gold geschafft. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwann so Platin-Medaillen, erreiche 65 Sekunden hier. Also das würde mich richtig aufregen.